Ihr lieben Steinböcke, hier kommt euer Sternzeichen-Update für das Kollektiv der Steinböcke. Wir schauen an, was die Botschaft hinter der Fassade ist. Nein, Quatsch. Was die Botschaft der Karten ist. Denkt daran, es ist eine kollektive Legung. Und wir haben für euch Vesta mit Lebensenergie und Spirit. Und wir haben das fünfte Haus. Ne? Das fünfte Haus ist ein Haus des Elementes Feuer und das gehört mit zu den Sternzeichen wieder Schütze und Löwe. Und es geht hier um eure Selbstverwirklichung und auch um eure Kinder. Element Feuer natürlich auch, wo gebt ihr eure Kraft rein, wie lenkt ihr die Energie? Und hier zeigt sich in der Mitte ein Konflikt, der wie ein Hindernis vor euch steht. Oder aber, dass ihr euch nicht fortbewegen könnt, so wie ihr wollt, und es deshalb immer wieder Konflikte gibt. Steht euch da auch nicht selbst im Weg. Manche Blockaden sind hausgemacht. Hier habt ihr die Hindernisse und hier wollt ihr vorankommen, ne? Und es spielt so ein bisschen gegeneinander ein. Und ist wahrscheinlich auch sehr anstrengend. Einsteils möchtest du Verwirklichung und du endest dann in Konflikt und Hindernis. Und es geht vielleicht auch noch darum, die richtige Richtung zu finden oder die Bewegung, sagen wir es mal so, mit einer kleinen Kurskorrektur zu versehen. Irgendetwas nagt an euch im Unterbewusstsein, ihr kommt aber noch drauf. Auf diese Idee, auf dieses, was euch an Erkenntnissen noch fehlt, nicht immer wieder am gleichen Punkt auch zu scheitern. Die Maus nagt euch hier sprichwörtlich auch den Konflikt und die Blockaden ab. Und ich habe so ein bisschen einen Umbruch für euch in allem, was vertraglich ist, was Beziehungsthemen mitbringt, wo ihr euch im Kreis gedreht habt, wo ja auch noch Hindernisse sind und Ausläufer aus Beziehungen aus der Vergangenheit, die so ein bisschen kraftraubend waren. Ja, und hier kommt die Entscheidung, die für euch ansteht. Es gibt neue Wege, die ihr nutzen könnt, andere Richtungen, es gibt Optionen, ne? Möglicherweise hier auch tatsächlich Hamsterrad und Kreislauf zu verlassen oder auch sogar Labyrinth. Wenn man Entscheidungen treffen muss, dann ist man wieder in der Bewegung und das ist gut, das liegt ja im Haus der näheren Zeit. Also da werden die Hindernisse dich nicht mehr so touchen. Aus der eigenen Sicht heraus brauchst du vielleicht noch ein bisschen Instruktion oder Wissen oder du denkst vielleicht, ich habe noch nicht genug gelernt. Möglicherweise kommen hier auch noch Dinge an die Oberfläche oder ans Licht, die dir dann helfen, diese Hindernisse oder Blockaden, die es bei dir gibt, aus dem Bereich Beziehung, Verbindlichkeit, ja, ich würde mal sagen, auf einen neuen Weg zu bringen, wo du deine Erfahrung mit einsetzt. Das würde auch bedeuten, dass man aus der Vergangenheit die gleichen Fehler nicht wieder macht. Es kann ja bei dir auch so sein, dass sich so Partner nochmal zeigen, die ähnlich sind wie das, was du in der Vergangenheit hattest. Und da geht es dann darum, aus der Erfahrung zu schöpfen, ob man das möchte oder nicht, ne? Am Ende ist es eine Wiederholung und du kommst am gleichen Platz raus und dann hast du hier dein Hindernis. Es geht hier in dieser Legung auch viel um unausgesprochene Dinge. Vielleicht auch irgendwo Geheimnisse, die du mit dir selber ausmachst. Aus der eigenen Sicht heraus möchtest du gerne ein neues Kapitel haben. Ne? Du möchtest eine neue Seite deines Lebensbuches aufschlagen, neu beginnen. Möglicherweise hast du hier, weil wir mit Selbstverwirklichung und Kinder halt auch irgendwie ein Pendant haben. Ne? Einerseits möchte man seinen Weg gehen, andererseits hat man Verpflichtungen. Aber hier kommt aus dem Umfeld ein guter Impuls für dich, wie du neue Dinge kreieren kannst. Vielleicht zunächst mal im kleineren Rahmen, um es dann groß wachsen zu lassen.
Eventuell, ne, brauchst du hier auch mal wieder diesen kindlicheren Spirit, dass du nicht so belastet an die Dinge rangehst. Kommunikation könnte ein Thema sein für dich. Ehrliches Kommunizieren oder sich aussprechen oder mit anderen einen Weg besprechen. Ich sehe hier schicksalshafte Nachrichten für dich, mit denen sich Wege auftun und auch Neubeginne. Möglicherweise hast du hier Angst, dass Kommunikation dich auch in die falsche Richtung bringt. Und unten habe ich noch so ein paar Verstrickungen am finanziellen Bereich, an die es hier rangeht. Möglicherweise löst du hier auch ein finanzielles Karma irgendwie auf. Ja, schau hinter die Fassade. Hier haben wir ja auch. Trägst du irgendwo eine Maske? Tragen andere eine Maske? Wo gibt es Unehrlichkeiten? Kann natürlich auch ein Grund sein für Hindernisse, wenn man sich nicht richtig zeigt, weil man Angst hat irgendwie. Dann entsteht eine unehrliche Situation, auf der man schlecht aufbauen kann. Ich kann es aber auch verstehen. Manchmal ist man lieber ruhig, weil man weiß, sonst tut sich was auf. Allerdings guck dir die Masken auch bei allen Beziehungspartnern an, die du hier triffst, ne? An sich ist eine Phase des Umbruchs für dich da. Du wirst resilienter und gestärkter durch die ganze Zeit. Das hilft dir natürlich. Mit mehr Resilienz kannst du in Zukunft auch dein Leben angenehmer gestalten, weil dich nicht so schnell umhaut. Guck mal, hier haben wir Happiness. Hier kommt dein Weg zum emotionalen Glücklichsein, zur Freude, zum Ausgeglichensein irgendwo auch. Deine Emotionen können sich beruhigen und sind geerdeter. Wir haben hier von den Sternzeichen Zwillinge und Fische mit drauf. Gucke vielleicht auch mal da, wo irgendwie diese Energie für dich verfügbar ist. Und gebe Energie in das, was dich glücklich macht. Jetzt ist mir schon der Krebs rausgefallen, obwohl ich noch gar nicht gemischt habe. Den nehmen wir gleich. Es geht um Hingabe und Läuterung. Ja, wenn der Krebs in dein Leben kommt, dann ruft dich die weibliche Seite des Mondes. Es findet eine Verlangsamung statt. An sich auch für dich so ein bisschen die Energie runterzufahren, nicht vorwärts zu drängeln, wenn es Hindernisse gibt. Das ist ja das Pendant, ne? Du kannst ja tausendmal gegen Hindernisse gehen oder anrennen, das kostet dich viel Kraft, aber am Ende hast du nichts davon, weil du trotzdem nicht weiterkommst. Und deshalb mach mal hier langsamer, warte lieber ab, bis die Wege freier sind. Achte auf deine Träume, Eingebungen, denn hier sind Wachstum und Veränderungen, die sich ankündigen. Ja, die Wandlungsphase, die Wiedergeburt sozusagen, ein neues Geborenwerden. Und da gibt es nichts zu tun, ne? Es kann sein, dass du dich verausgabst mit verschiedenen Sachen, aber das kostet dich dann am Ende mehr Energie, als dass du, wenn du gewartet hättest, ne? Du spürst hier, dass irgendwas Altes nicht mehr wirken kann. Und du darfst dich hier, ja, mehr hingeben, loslassen, Läuterung zulassen. Einfach das tun, was jetzt nötig ist und nicht das, was in 10 Jahren noch nötig sein könnte. Denn hier wird einfach gesagt, dass alles ein natürlicher Zyklus hat, also Ebbe und Flut. Tag und Nacht, das gehört ja alles zusammen und du kannst es nicht beschleunigen oder verändern. Und diese Phase ist für dich auch keine Strafe, sondern ein natürlicher Entwicklungsprozess. Also eigentlich sogar könntest du diese Phase sehr schön nutzen, um zu reinigen, alles, was dir wichtig ist, um dann gereinigt und gestärkt weiterzugehen. Ja, ihr Lieben. Steinböcke, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.